bereits den Kleinsten das Thema Energie nahebringen. Das ist das Ziel der Wanderausstellung von Erdgas Schwaben. Die Ausstellung macht deswegen an den Schulen in Bayerisch-Schwaben Halt und wurde gestern in der Mittelschule in Krumbach eröffnet. Das Thema ist dabei Energie gestern, heute, morgen. Um zu wissen, wohin man geht, muss man natürlich wissen, woher man kommt. Deshalb die Geschichte, wie ist das Ganze entstanden, auf welcher Säule steht die Energieversorgung heute. Und dann kommt die große Herausforderung für unsere Kinder, für die nächste Generation, wie können wir die Energieversorgung der Zukunft meistern mit den Ressourcen, die wir haben. Da lernen wir oder lernen die Kinder hier in der Ausstellung, sparsam damit umzugehen, weniger Energie zu verbrauchen und dieses Wenige auch dann langfristig mit Regenerativen zu verbrauchen. Und das wird den Kindern vor allem spielerisch nahegebracht. So lässt sich bereits in jungen Jahren etwas über das doch eher ernste Thema Energieversorgung lernen. Und deshalb ist eine Schule auch der geeignete Ausstellungsort. Ich denke auf jeden Fall, dass es Sinn macht, in der Schule anzusetzen, weil oft werden ja die neueren Impulse eher von den Kindern in die Elternhäuser gebracht, als umgekehrt, dass die Eltern jetzt ihren Schülern, die Eltern bringen deshalb bei, was sie selber gelernt haben und was ihrer Lebenserfahrung entspricht. Das ist ein wichtiger Anteil, aber ich denke gerade Neuerungen und wie sich etwas ändert, das kann man am ehesten in der Schule beibringen, kann man am ehesten mit den Schülern diskutieren und die bringen es dann in die Familien und dort versuchen sie es wieder in die Realität umzusetzen. Seit 2012 gibt es die Ausstellung von Erdgas Schwaben. An vielen Schulen war sie bereits aufgebaut. An den verschiedenen Stationen erfahren die Kinder und Jugendlichen dabei alles Wichtige über Energie und Erdgas. Vor allem das Interaktive kommt dabei gut an. Also lernen tun Kinder oder Menschen allgemein mit allen Sinnen. Bis 90% Behaltensquote hat man eigentlich, wenn man Dinge selber tut, wenn man sie haptisch eigentlich umsetzen kann. Und das passt bei der Ausstellung ganz gut, weil relativ wenig Informationen eigentlich durch Lesen vermittelt werden, sondern nur die Basics und wahnsinnig viele Aufgaben eigentlich dabei sind, die man wirklich selber erledigen kann. Also das eigene Tun steht hier im Vordergrund. 10 Tage lang ist die Wanderausstellung jetzt noch zu Gast in der Mittelschule in Krumbach.